Clara und ihr Bruder Henry sind total in ihrem Element. Diese Jahreszeit finden sie einfach nur super. Und beim Kürbisschnitzen können sich die beiden mal so richtig ausleben. Ich denke mir schon jedes Jahr was Neues aus. Und Halloween ist einfach, Halloween-Laufen ist das Beste. Die beiden haben sich echte Prachtexemplare ausgesucht. Schnell wird klar, wer eine gruselige Fratze schnitzen möchte, muss die richtige Technik drauf haben. Nützt nichts. Zickzackmuster, da weiß man immer nicht ganz, ob das jetzt alles ausgeschnitten ist. Das ist beim Kreis leichter, weil man da, da muss man halt nur einmal rum und hier muss man halt, das ist immer so und dann wieder so und dann weiß man nicht, ob man genau die Ecke getroffen hat. Familienhund Trixie ist auch total inspiriert von all der Kreativität hier. Ihre Umsetzung des Kürbisschnitzens ist allerdings deutlich lässiger. Fest steht, in diesem Gewächshaus entsteht Großartiges. Kürbisschnitzen ist ganz schön viel Arbeit, aber wenn man dann am Ende sieht, wie er leuchtet auf der Terrasse, dann sieht das ganz schön schön aus. Auf diesem Hof in Futterkamp können Besucher aus dem Vollen schöpfen. Der lange, heiße Sommer hat die Kürbisse super wachsen lassen. Der Hokkaido ist bei Gourmets sehr beliebt, aber es gibt natürlich auch andere köstliche Sorten. Das ist die Porzellandoll, ein Kürbis, ein Speisekürbis, der für ganz viele Sachen zu verwenden ist. Ganz normal Suppe, wie man es kennt, oder Brot, aber auch ganz toll für ein Gratin. Dann würde ich zum Beispiel die Schale dran lassen, die essbar ist, die wird lecker knusprig im Ofen und gibt dem Gericht so einen richtigen Pfiff. Und auch diese kleine Sorte ist in der Küche ein Hit, der Babybu. Ist der Deckel gelöst, wird der Kürbis mit einem Teelöffel entkernt. Dann werden Augen und Nase in die Kürbisse geschnitzt. Klar, das ist recht aufwendig, aber es lohnt sich. Gefüllt werden die Kürbisse zum Beispiel mit einer herzhaften Bolognese-Soße. Und top kommt dann Hirtenkäse und natürlich der Deckel. Jetzt wandert die Auflaufform in den Backofen. Das Tolle an diesem kleinen Kürbisgericht ist, dass es einfach zu jeder Halloween-Party perfekt passt, ob mit Kindern oder Erwachsenen, schnell gemacht, ist mal echt was anderes und ist gleichzeitig noch ein bisschen Deko. Ach, sieht das köstlich aus. Und es schmeckt offenbar auch den beiden Kürbisschnitzern fantastisch. Ihre Arbeit kann sich auch sehen lassen. Mensch, was sind das gruselige Kürbisse geworden. Halloween kann kommen.